Leute, und entschuldigt, ich sehe vielleicht echt müde aus und ich bin's auch. Wir haben jetzt, wartet, ich kann es euch genau sagen, 19:57 Uhr und ich bin müde. Ich bin unglaublich müde. Und so bin ich drauf gekommen, mal mit euch über das Thema Schlafen zu reden. Klingt komisch, ist aber so. Also dadurch, dass ich als Asperger sehr viele Informationen aufnehme, sehr viele Eindrücke sammle oder eben auch sehr viel intensiver alles wahrnehme, ja, das trifft's, muss ich sagen, dass ich sehr schnell, sehr oft und sehr schnell müde werde. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es eben so. Ich werde schnell sehr müde und dann bin ich auch. Merke ich es an sehr vielen Kleinigkeiten, sowas wie, ich kann die Augen kaum noch aufhalten oder ich fange an, Stuss zu reden oder ich fange an zu schielen. Bei mir ist es wirklich so, ich fange dann richtig fies an zu schielen. Meine Mutter hat mich dann immer mit Clarence dem Löwen verglichen. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das fand sie so lustig, den Vergleich. Und ja. Da wollte ich jetzt einfach mal so erzählen aus meinem Lebenserfahrungsschatz, der noch nicht so hoch ist, was ich mache, wenn ich müde bin. Weil so direkt einschlafen, das geht bei mir oft nicht, weil ich komplett überdreht bin. Es ist nicht so, ich kann dann ins Bett gehen, wenn ich todmüde bin und wenn ich kaum noch die Augen aufhalten kann, aber kaum liege ich im Bett, ist es so, als ob ich überdrehe. Es ist so dieses Licht außen bei mir, innerlich geht dann das Licht an. Und dann fängt es an zu fium, fium, fium. Das ist dann wirklich schwierig, dann zur Ruhe zu kommen. Weil durch meinen Asperger brauche ich mehr Ruhe, damit mein Kopf sich erholen kann, damit ich mich wieder neu sortieren kann und solche Sachen. Aber zu dieser Ruhe zu kommen, ist echt schwer. Also, was ich für mich sagen muss, was sich komisch anhören wird, aber meistens, wenn ich in der Badewanne liege, bin ich kurz davor einzupennen, weil ich bade immer in viel zu warmem Wasser und dann sage ich immer so gern den Stress und alles rauskochend. Und dann, wenn ich aber rausgehe, bin ich auch wieder voll überdreht. Also keine gute Lösung für kurz vorm ins Bett gehen. Dann habe ich die warme Milch mit Honig probiert. Das war lecker, hat aber sonst auch nichts gebracht. Oh Gott. Dann habe ich Lavendel probiert und dann war es wirklich so das erste Mal, dass ich schlafen konnte. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der Schlafprobleme hat, jeglicher Art und nicht zu chemischen Mitteln greifen möchte, mal die natürlichen zu probieren und da kann ich euch einige empfehlen und das werde ich jetzt auch tun. Und das erste, das ich so richtig empfehle, ist Lavendel. Da gibt es diese tollen Tabletten in der Apotheke, die sind nur aus Lavendel, die heißen Lasea und die sind wirklich super, da kommt man total, wird man total ruhig und man entspannt sich einfach. Dann auch hilfreich finde ich Johanniskraut. Das hilft wirklich sehr. Da fährt man allgemein runter. Da geht die Nervosität runter. Also man wird ausgeglichener, könnte man so sagen. Und es hilft auch sehr, dadurch, dass man eben ausgeglichener ist, dann wiederum beim Schlafen, weil dann nimmt man nicht mehr so viel auf. Auch sehr hilfreich finde ich Baldrian. Den gibt es sowohl als Tropfen als auch als Tabletten oder auch als Tee. Und da hilft eigentlich alles recht gut. Das entspannt dann, macht ruhig und hilft dabei auch durchzuschlafen. Da habe ich nämlich auch so meine Probleme dabei. Weil ich ständig irgendwelche Geräusche höre oder so. Und dann wache ich auf und das ist schrecklich. Aber mit einem Baldrian kann man sehr gut durchschlafen. Was ich aber auch direkt empfehle, ist, die Tabletten maximal so 3, 4 Tage nehmen, dann mal wieder 3, 4 Tage weglassen, weil sonst wirken sie nicht mehr so gut. Ja, was hilft sonst noch? Schafe zählen hilft gar nichts bei mir.
eine gute Nachtgeschichte lesen, das hilft auch bei mir. Ich lese sehr oft vorm ins Bett gehen noch so ein bisschen in einem Buch und das entspannt dann sehr und dann schläft man auch gut. Dann gibt es noch etwas stärkere Schlaftabletten, die also aber nicht immer noch im Naturbereich sind. Die helfen bei mir auch sehr gut, weil ich sehr viel mit natürlichen Heilmitteln mache und mit Pflanzen und Kräutern, weil ich nun mal sehr wenig vertrage. Habe ich auch schon mal in einem Video erzählt, das heißt irgendwas mit betrunken. Obwohl ich da nicht betrunken war. Da habe ich nur ein paar Wochen, ein paar Tage davor eine Tablette genommen und die hat wirklich lang gehoben. Ja. Oder was mir auch sehr hilft, ist viel, also das Reden mit jemandem. Ich erzähle dann meiner Mutter, was mir im Kopf rumschwirrt und dadurch ist einfach aus dem Kopf raus und ich kann dann besser einschlafen. Manchmal schaffe ich es auch einfach so einzuschlafen, das finde ich dann sehr schön, aber manchmal eben auch nicht. Im Sommer schlafe ich tendenziell sehr viel mehr, was nicht heißt, dass ich tiefer schlafe, nur ich schlafe wirklich extrem viel. Also auf 20 Stunden gesehen schlafe ich ungefähr 10, weil ich brauche da wirklich extrem viel mehr Schlaf als im Winter von dem ganzen Licht und den Eindrücken und dem Lärm und den Menschen und der Hitze und allem und dann werde ich einfach noch schneller erschöpft und dann schlägt es mich schneller ins Bett. Und öfter. Was ich auch weiterempfehlen kann, ist, schlaft dann, wenn ihr müde werdet. Also wenn ihr merkt, dass ihr total erschöpft seid und kurz davor seid, wegzuknicken. Wie so wieder falsche wegzunicken ist das richtige Wort. Entschuldigt. Dann solltet ihr ein Schläfchen machen, auch wenn es mittags ist oder so, weil dadurch könnt ihr dann sozusagen, dann braucht euer Körper gerade die Energie und dann ist es wichtiger zu schlafen als was auch immer. Weil nicht zu schlafen ist dann eher unhilfreich. Also ich habe natürlich den Luxus, dass ich viel schlafen kann. Allerdings wüsste ich auch nicht, was ich tun würde, wenn ich es nicht hätte. Entschuldigt, ich kann euch, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Was ich aber auch sagen kann, ist, achtet auf die Decken. Wenn ihr eine zu warme Decke habt oder eine zu kalte, dann kann es euren Schlaf auch sehr stören, weil entweder friert ihr oder ihr schwitzt total. Ja, was hilft noch so? Mir hilft Larry, mein Lamm, mein Kuschellamm, der liegt bei mir im Bett. Der hilft mir sehr beim Einschlafen. Und ich schlafe auch sehr gut bei Regen durch das Tropfgeräusch. Das beruhigt mich auch sehr und dann kann ich schlafen wie ein Stein. Wobei mir ein Witz einfällt. Okay, der geht ungefähr so. Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie ein Stein. Oh Gott, der Witz ist lahm. Naja. Ja, dann, was mir auch noch sehr hilft beim Schlafen, ist einfach die Rollläden runter machen, weil bei Licht schläft sich sehr schlecht, obwohl ich im Sommer ja schon oft bei Licht schlafe. Und ein Rhythmus ist auch sehr wichtig. Also ich stehe zurzeit zwischen 9 und 10 Uhr auf und gehe zwischen 0 und, ja, ich würde sonst sagen, 2 Uhr ins Bett. Und stehe dann aber auch wirklich jeden Tag konsequent, egal wie müde ich bin oder ob ich gut schlafen konnte oder nicht, um 10 auf. Weil dadurch kriegt man einen Rhythmus, auch wenn es sich komisch klingt, aber der wird dadurch nicht unterbrochen. Ich schlafe auch nicht am Wochenende länger oder so. Das ist einfach, ich schlafe einfach nur meine 7 Stunden. Ob ich 10 bräuchte. Aber da komme ich zurzeit nicht drauf. Das ist ganz schlimm. Da muss ich noch ein bisschen dran rumfeilen. Feintuning betreiben. Ja, und dann hilft mir auch beim Schlafen manchmal einfach bloß Dinge wiederholen. Also Rituale.
Ich zum Beispiel sage, ich mache jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, das Gleiche. Ich suche im Internet ein E-Book, das mir gefällt. Dann lade ich mir das Buch runter. Lade auch noch andere Sachen auf meinen iPod, Musik und so. Da ich ja ständig irgendwas anderes gern habe, müssen wir da zwanghaft, dass ich da jeden Tag was anderes drauf lade. Dann tue ich meinen Computer zu, noch E-Mails checken, etwas in YouTube rumsurfen und auch im Internet ein paar Daten bearbeiten und dann eben noch ein bisschen was anschauen, einen Film oder so auf DVD. Dann danach mache ich den Fernseher aus oder eben den Computer, tue mein Bett wirklich glatt bügeln, dass es ordentlich aussieht, fütter meinen Hasen, putze mir Zähne, wasche mich, gehe ins Bett und lese dann noch ein bisschen in einem Buch und dann schlafe ich eigentlich gleich gut ein. Und dieses immer wieder Wiederholen von den Ritualen hilft einem dabei, einfach dem Körper zu helfen, zu verstehen, dass man müde ist und dass man jetzt schlafen sollte. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen. Meistens trinke ich dann noch, bevor ich mich an meinen Computerkram mache, eine schöne Schokomilch oder eine Bananenmilch, das ist auch lecker. Und höre mir dann meistens aber auch noch, während ich das Buch lese, entspannende Musik an, einfach sowas wie Beethoven oder Mozart. Und dann schläft sich's wirklich gut. Ja, was ich sonst noch so zum Entspannen tue, als mal unabhängig vom Schlafen ist, ich meditiere gelegentlich, ich male, das tue ich auch manchmal, ich schreibe irgendwelche Sachen, wo ich dann, also irgendwelches Zeug auf, ich zerrupfe Blätter und manchmal sortiere ich einfach Sachen um. Einfach so dieses etwas nach Größe sortieren oder so, das kann für mich sehr entspannend sein. Tja, ich dachte, ich mache euch dieses Video jetzt mal, weil in der Vorweihnachtszeit sind sehr viele Leute angespannt vom Suchen nach Geschenkideen, vom Suchen nach Ide von einfach dem Gedanken an Weihnachten und da kann es einfach nicht schaden, mal sich einfach mal zu sich zurückzukommen und sich in sich selbst die Energie, die Ruhe und die Kraft zu suchen. Das empfehle ich jedem, weil da versteht sich alles viel einfacher, auch den Familienweihnachtsstress und sowas. Und ja, ich hoffe, mein Video hilft euch beim Einschlafen. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare doch einfach, was ihr macht, wenn ihr nicht schlafen könnt. Ich kann ja auch nur immer wieder was Neues dazulernen und vielleicht hilft es mir ja dann auch. Wenn ihr was in die Kommentare schreiben wollt, braucht ihr natürlich, wie gesagt, einen YouTube-Kanal. Aber wenn ihr einen habt, könnt ihr mich auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Ist ja alles kostenfrei zum Glück. Da bin ich echt froh, was YouTube so kulant ist. Ja. Und wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare. Ich beantworte euch jede Frage, weil jede Frage, die ihr mir stellt, hilft mir, euch zu helfen, das Thema besser zu verstehen. Und ihr könnt mir aber auch über Facebook schreiben, das ist dann die Ella Bella Flor. Genau wie hier der Kanal, einfach bloß dann in Facebook eingeben, dann findet ihr mich schnell. Oder wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr einfach auch oben bei Fragen gibt es da diese schöne Button, der ist ungefähr auf der Seite hier irgendwo. Und da kommt ihr dann direkt auf meine Facebook-Seite. Ich verlinke sie euch aber auch noch in meine Infobox. Da könnt ihr einfach dann nachlesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com. Ja, was ich euch jetzt noch sagen kann, ist, dass am Sonntag mein Video kommt, in dem ich euch endlich mal zeige, was in dieser Box drin ist. Das ist dann mein zweites Adventsspezial. Und natürlich möchte ich euch doch daran erinnern, dass am Freitag mein nächstes Video dann auch schon kommt, mein Freitagsvideo. Da habe ich dann auch ein sehr viel besseres Thema, nämlich da habe ich das Thema Erwartungen genommen. Bis dann und ich hoffe, ihr schaltet am Freitag wieder ein. Tschüss!